Hallo, in diesem Film möchte ich dir zeigen, wie du dich in einem Film mit der sogenannten Green Screen Technologie an einen beliebigen Standort versetzen kannst. Du siehst hier die Installation. Ich habe das iPad mit einem entsprechenden Adapter auf das Stativ montiert und dahinter habe ich ein grünes Tuch aufgespannt. Wenn ich jetzt also einen Film aufnehme vor diesem Tuch, so wird anschließend der grüne Farbton durch ein Bild oder ein Video im Hintergrund ersetzt. Um mit der entsprechenden App arbeiten zu können, brauche ich also zuerst diese Materialien, diesen Film mit dem grünen Tuch und das Hintergrundbild. Und damit beginne ich jetzt gleich. Ich wähle die Kamera und hier gehe ich auf Video, gehe ein bisschen in die Nähe. So, das sollte reichen für den Moment. Und jetzt öffne ich auf dem iPad die entsprechende App, erstelle ein neues Projekt, indem ich auf dieses Plus gehe. Und hier wird nun dieses Material eingefüllt. Für den Hintergrund habe ich ein Video vorbereitet. Das ist nicht wie normal in meiner Fotogalerie, sondern hier in einem Cloud-Speicher drin. Du siehst, in der Unterstebene ist jetzt dieses Video enthalten und in der darüberliegenden kommt nun meine Videoaufnahme rein. Die ist jetzt in der Fotolibrary und zwar ist das dieser Film hier. Du siehst, es klappt wunderbar und wie gewohnt kannst du das wie bei einem Videoschnittprogramm noch kürzen, verschieben allenfalls. Und falls dieser Grünton nicht zufriedenstellend entfernt wird, kannst du über dieses Farbrad noch einstellen, welche Farbbereiche nun ersetzt werden sollen. Könntest also auch ein beliebiges andersfarbiges Tuch verwenden. Ja, und du siehst, du hättest noch eine weitere Spur zur Verfügung, um dich zum Beispiel noch ein zweites Mal im selben Film auftreten zu lassen, als Zwilling quasi. Du hast die Möglichkeit, einen Ausschnitt zu wählen, zum Beispiel, wenn das Tuch nicht so sauber im Hintergrund ausgelegt ist, dass also noch die Wand hervorkommt und du kannst hier noch darauf herummalen und optimieren, also gewisse Elemente löschen. Du hast also sehr große Einflussmöglichkeiten und am Schluss kannst du das speichern. Im Moment ist Video ausgewählt, natürlich könntest du auch ein Foto auswählen und mit Save wird das Filmmaterial zu einer einzigen Filmspur zusammengesetzt und kann entweder angeschaut werden oder wie in diesem Fall in meine Fotogalerie abgespeichert.